Ja, hallo und willkommen bei Go Aquaponic. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute dachte ich mir, spreche ich einfach mal ein bisschen darüber, warum so ein Aquaponik-System besser ist als ein Garten, wenn man in Urlaub fährt. Frage ist, ist ein Aquaponik-System überhaupt besser als ein Garten? Denn ein Aquaponik-System bietet mir natürlich nicht wirklich die Möglichkeit, Wurzelgemüse anzubauen. Ich habe zwar Leute gesehen, die das machen, aber man hat keine optimalen Ergebnisse. Ja? Das heißt, was man natürlich mal machen kann, was ich hier auch mache, ich lasse hier teilweise in meine festen Bestandteile ab, unten aus meinem Filter, und nutze die dann entsprechend für mein Gemüse, was ich hier bei mir auf dem Balkon habe, auf dem Dachterrasse habe, was sich nicht anbauen lässt im Aquaponik-System. Das sind dann solche Sachen, die sich nicht wirklich eignen, wie Kartoffeln, wie Karotten, alles, was so unter der Erde wächst, Zwiebeln, ja. Wird zwar gemacht, aber liefert definitiv keine optimalen Ergebnisse. Also, warum glaube ich trotzdem, dass ein Aquaponik-System besser ist als ein Garten, wenn ihr in Urlaub fährt? Denn es läuft alles automatischer. Ja? Ich selber war ja gerade in Bali und das ist natürlich eine coole Sache, wenn ich hier mich nicht um viel kümmern muss. Ja? Ich habe zwar keine Futtermaschine installiert gehabt, aber ich hatte darüber ein Video gesehen und da war wirklich jemand in Australien, der gesagt hat, er fährt manchmal 2 Wochen in Urlaub und füttert nicht die Fische. Jetzt denkt ihr natürlich, wow, okay, das ist Tierquälerei, aber ich muss sagen, es gibt Fische, die auch in der Natur teilweise bis zu 2-3 Wochen nicht wirklich was zu essen haben in gewissen Perioden oder nur wenig ihnen zur Verfügung steht. Daher ist es nicht allzu schlimm. Ist natürlich auch nicht optimal, daher wäre das Beste, Futtermaschine kaufen, die installieren und dann habt ihr gar keine Probleme damit. Ja? Das Coole ist natürlich daran, ihr braucht eigentlich keinen Nachbarn oder keine Freunde engagieren, wenn ihr denn eure Futtermaschine habt, die sich darum kümmern. Denn bei so einem Garten muss natürlich immer jemand vorbeikommen, die Pflanzen gießen. Und dadurch, dass das hier alles automatisiert ist, dass wir hier unsere Pumpe haben und dass alles permanent bewässert wird, haben wir natürlich einen riesen Vorteil. Ja? Das heißt, optimale Versorgung und zugleich sogar bessere Versorgung als im Garten, denn das Aquaponik-System verbraucht nur 1/10 des Wassers wie im traditionellen Anbau. Plus zusätzlich haben wir 6-mal besseres Wachstum. Ja? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vor ein paar Wochen hatte ich mal ein Video gemacht. Ja, da hatte ich das hier gerade alles umgesetzt. Und man sieht jetzt schon hier den Unterschied. Ja? Es hat sich einiges getan hier. Die Zitronenmelisse hier, die ist explodiert wirklich. Und hier haben wir unsere Thai-Auberginen, wobei ich hier noch ein bisschen unzufrieden bin, denn ich habe nicht so viele Auberginen gehabt, ja, ich habe immer wieder Blüten, aber das Problem ist einfach, was ich jetzt gelesen habe mittlerweile, dass bei 35 Grad einfach, ja, die Blüten kommen zwar, aber die Blüten fallen halt irgendwann mal einfach ab, denn für die Pflanze ist es zu viel Hitze, um wirklich Früchte zu produzieren, ja, das ist ein Schutzmechanismus, ist ganz normal. Und ich freue mich schon jetzt auf die Zeit, wo die Temperatur ein bisschen runtergeht. Und wenn sie mal so bei 28 Grad, ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern. Und dann werde ich hier noch bessere Ergebnisse haben. Auch für Salate im Winter ist es halt einfach besser, denn die mögen so ein bisschen mehr das kühlere Klima. Also ja, das sind meine Gedanken dazu. Einfach halt auch gerade, wenn ihr Sachen habt, okay, ihr habt Kräuter, ihr habt solche Geschichten wie Küchenkräuter bei euch stehen und ihr fahrt mal im Urlaub, dann müsst ihr die vielleicht Bekannten geben oder halt auch da jemanden fragen. Und das ist natürlich cool, wenn ihr hier so ein System habt und die Sache läuft einfach durch. Ja, also ihr müsst euch nicht drum kümmern und ihr kommt wieder und ihr könnt direkt wieder was Neues ernten. Ja, ist natürlich wirklich eine geile Sache, definitiv. Und hier zu dem System könnt ihr euch die Anleitung kostenlos runterladen. Ich habe auch noch eine andere Anleitung gemacht zu dem besten System für Anfänger. Da gehe ich das so Schritt für Schritt durch. Das eine ist ein Erde-Flut-System. Hier haben wir ein simples vertikales System. Zieht es euch einfach rein. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar interessante andere Videos und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen hier mit dem Video. Freue mich auf jeden Fall auch schon aufs nächste. Hinterlasst mir einfach eure Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen, wie auch immer. Daumen hoch, falls ihr das Ding mögt. Kanal abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.